Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar Anime-Duelle. Und diesmal tritt Kaiba an gegen jemanden, der etwas Unbekannter ist. Und zwar gegen Rebecca. Rebecca, ein Charakter, der sehr starke Power-Spells besitzt und sehr viel floaten kann. Aber Kaiba natürlich ist da mit seinen weißen Drachen und seiner vollen Angriffskraft. Das heißt, wir haben da einiges, womit wir zurückschlagen können. Und ich weiß nicht, wir wollen nicht lange schnacken, wir wollen zum Deck gehen. Aber wie immer, wir machen ein Best of Three. Bedeutet, wenn ihr das Match komplett sehen wollt, müsst ihr rüber zu CK Phoenix gehen. Ist auch in der Endcard verlinkt. Aber jetzt mal schnell zum Deck. Da sind wir auch schon beim Deck, beim guten Kaiba. Und ja, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe ja Kaiba bereits einmal gespielt. Jedoch habe ich von auf 42 auf 41 Karten gesetzt. Denn, ja Leute, ich habe es gelassen, Kralle des Christias zu spielen, weil sie wirklich nur funktioniert halt mit Karten Vernichtungsvisos und Ring of Destruction ist sehr situationsabhängig. Da gehe ich lieber auf 41. Eigentlich würde ich sogar gerne auf 40 gehen, aber das ist gar nicht so einfach, weil wir halt gute Karten spielen. Wir haben natürlich Sagi, den man spielen muss, Lampe, Portsblende, 3 Blue Eyes, Riesenkeim. Ja, nur 2. Ich kann natürlich am liebsten 3 spielen, aber geht nicht. Dann für Tributbeschwörung. Lampe hilft auch, Fels klein zu halten, mein Gegner. Dedekriegerin, super gut. Herr der Drachen mit Ruhrenruflut und die Kombo des Jahrhunderts. Schiefernkrieger, Beatstick, Beatstick, Beatstick plus Tribut für Blue Eyes. Dann haben wir hier einen, der auch ein Beatstick ist und Flip-Effekte verhindert, was natürlich sehr praktisch ist. Tributmonster, weil super gutes Tributmonster natürlich. Cast und Berater, da brauche ich nicht drüber reden. Einfach starke Karte. Und Obelisk, weil Leute, ganz ehrlich, was wäre Kaiba ohne seinen Obelisk? Was haben wir da noch? Wir haben da noch Verteidigung stoppen, hilft uns eben mehr Druck zu aufbauen. Gute Powerspell, 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 Powerspell. Seelenaustausch auch super gut, einfach irgendwie ein Tributmonster, dann ein Blue Ace wiederholen, aber auch die Vanillas kann man wiederholen zum Tributen, sehr gut. Dann natürlich Sirenengesang, ja, da wir ja wissen, welche Charaktere wir immer spielen, ist das sehr zum Vorteil, weil man da immer eine sehr gute Karte holen kann. Call of the Mice, einfach um die Hand aufzufüllen, zum Tributen, Zauberremoval, noch mehr Beatsticks, also indirekt dann halt gegen das Monsters nehmen. Fighting Controller, sehr flexible Karte. Crash Card Virus muss man spielen, weil Kaiba ist natürlich mit Sagi, Clown der Dunkelheit eine gute Kombi. Ne? Gerade dann kann auch zum Beispiel Stilles Verhängnis natürlich sehr gut werden. Klon, auch eine gute Karte, holt ein Monster wieder. Der Gegner hat einen 1-1 Trade, super nice. Dann haben wir Tyrannenflügel, ist natürlich spezieller, aber ist natürlich sehr nice, kann ein Finisher werden. Angriff annullieren ist eine Karte, die halt ja schon einen Zug schenken kann für Tribut sammeln, aber auch, falls der Gegner so ein All-In-Move macht mit ATK-Boost oder ähnliches, kann man es eben damit verhindern. Und natürlich Schattenzauber, gute Karte, nehmen wir mit. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Duell. So, let's go. Dann wollen wir mal sehen hier, mein Lieber. Wie ich darf anfangen, das ist natürlich schön. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt gegen so eine, keine Ahnung, aus der Schule entlaufene Person hier antreten muss, aber ist wohl mein Job. Hier. Hey, Kaiba ist doch selber in der Schule noch in Folge 1. Aber ich bin schon Millionär im Gegensatz zu dir. Ja, das stimmt, das stimmt. Eine Millionenfirma. Mir ist so langweilig während der Millionen verdienen, dass ich sogar noch zur Schule gehen kann. So, ich zeig dir, was für mächtige Monster ich habe. Und ich setze dich direkt im ersten Zug unter Angst und Schrecken. Denn ich fange an mit Seepferdchen Kaiser. Ja, mach das doch. Tja, habe ich den Blue Eyes auf der Hand oder nicht? Hä? Hab ich ihn auf der Hand oder nicht? Hä? Hab ich den auf der Hand oder nicht? Also ich sag mal so, du spielst die drei einzigen, die es auf diesem Planeten gibt. Also. Na gut, aber nicht 40 Stück. Also ich muss sie halt echt erstmal ziehen. Wo wir schon beim Thema Ziehen sind. Oh. Auf der Gier! Ja. Das erlaubt es mir, zwei Karten von meinem Deck zu ziehen. Danke, dass du mir den Effekt erklärst. Ja, immer doch. Sehr nett von dir. Und dann würde ich ein Monster verdeckt spielen. Pff, lächerlich. Bitte schön, der Herr. Lächerlich. Tja, und jetzt war's das. Denn ich rufe meine mächtigen Speerdrachen. Oh, okay, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, ich weiß, das ist gut, ne? Ja. So, Battleface, mein Lieber. Der Speerdrache macht durchschlagenden Kampfschaden. Angriff. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Boom! 1-3 Schaden, mein Lieber. Ja, aber der geht in Verteidigung und ich darf mir eine Karte vom Deck auf die Hand nehmen. Tja. Injektion für Lilly. Ach nee, jetzt sind wir wieder so angekommen. Egal, 1-7 nimmst du noch. Oder? Oder nimmst du? Die nehme ich auch. Ja. Und jetzt, mein Lieber.
Ah, ich muss Infektionsfehl Lilly nochmal lesen. Während der Schadensberechnung. Ja. Oh, das ist ja richtig übel. Das passiert. Ja, das ist ja nicht mal zu Beginn des Damage Step. Ah, das ist ja. Ich muss sagen, ja, das tut weh. Ja, setz eine Karte, du bist so. Okay. Aber. Infektion für Lilly kann. Ach nee, die kann ja so über Sperrdach rennen und dann Seepferdchenkaiser. Oh nee. Oh nee. Das ist sogar voll gut jetzt im Gegenzug. Also. Ja, okay. Ich würde sagen, ich greife erstmal den an, für den ich keine 2000 Zahlen brauche. Du glaubst doch wirklich nicht, dass das durchgeht. Ich würde sagen, wir nehmen lieber beide 400 Schaden! Ach du liebes bisschen. Ja, damit hast du nicht gerechnet, was? Tatsächlich nicht, nein. Und ich möchte nichts sagen. Aber es wird langsam brenzlig schon. Ach Quatsch, ich bin vorbereitet. Hier, schwarzes Loch! Oh mein Gott, das ist sogar gut. Ja. Ja, doch, das ist wirklich gut, leider. Das ist leider wirklich gut. Da muss ich mal Props geben auch, ne? Da muss man auch mal machen, so. Danke. Danke, so. Oh, das ist auch gut. Weil jetzt kann man die Props auch zurückgeben, ne, würde ich sagen. Denn wir beschwören meinen mächtigen Klingenritter. Ach komm. Und der countert alle deine dummen If-Karten. Und ich mache ihn natürlich noch stärker. 2000, ja sicher. Battleface. Kaboom! Ja. Tja, mein Lieber. Ich möchte nichts sagen, aber so langsam wird es duster da drüben. Hm, ich merk's. Also der annulliert nur Flip-Effekt-Monster. Ist ja blöd, statt einfach jedes Monster, was am Kampf zerstört. Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich annulliert er von mir eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, ist ja gut. Mann, ich dachte nur. Lass mich doch hoffen. Ja, du wieder hier nur am Verteidigen. Mehr kannst du nicht. So. Ja, was soll ich denn machen? Du bist ja der hier, der so wild herumprügelt mit seinen 1,7, 1,9, 2000. So. Hast du ein Problem damit, hä? Ja. Okay. Plopp. Battleface! Ja. Ist jetzt eh so ein Sangan oder irgend so eine Hexe. Nee, ja, das erste. Oh Mann, bumm. Ja, floate halt durch, ey. Floate, floate, floate. Das bringt ja auch nix. Das Ding ist halt, irgendwann gehen die Floater aus. Oh, Riesenscheinsoldat. Das ist aber so ein guter Floater. Ja. Oha, das ist sogar ein richtig guter Das ist ja... Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Ja. Jetzt zeig mal her, was du da hast. Oh. Ja gut, das ist... Ja, da reden wir nicht drüber, ja? Das ist mir ein bisschen peinlich jetzt. Okay. Ach Mann, was, warum machst du jetzt diesen, ey? Na dann. Ja. Oh, Hex vom Schwarzen Wald. Das ist sogar gut. Dann gehen wir da mal rein. Tja. Battle Step! Schrumpfen! Nein, sag nicht, du kannst jetzt auf Wege gehen. Ich überlege, ob das. Ja, muss ich ja. Imperial Order! Wow. Teuer, 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 teuer. Sehr, sehr teuer. Aber muss, ja, sonst geht eine Hexe drauf und im nächsten Zug wird's böse. Ich hätte echt einen Damage Step machen müssen, dann hättest du die gar nicht anschauen können, ich Idiot. Das stimmt. Das nervt immer ein bisschen, weil es dauert immer, bis du in der Battle Step bist und ja. Aber. Ich weiß, du wirst tausendmal gefragt, ja. Möchte nichts sagen, meine Lieber, ne? Aber. Wenn du da drüben jetzt nicht Mirror Force hast, ist das Duell vorbei.
Sportsplünderer! Ach, du lieber Himmel. Die Macht der starken Kreaturen. Angriff, Klingritter! Ja, das ist jetzt sehr, sehr bitter, aber dann muss ich das so machen. Oh mein Gott! Was zur Hölle! Oh mein Gott, aber du darfst zweimal suchen. Ach, die kriegt sogar Angriff drauf. Ey, dann hätte ich den Angriff beschworen. Ach, scheiße. Ja, gut, dann haben wir ja beide einen Fehler gemacht. Ja. Weißt du, was das Traurige ist? Die ist once per turn. Ich weiß. Früher nicht, aber mittlerweile schon. So, mein Lieber, dann zahlst du dich noch auf 300 runter und dann lebst du anders auf Limit, ey. Du kannst keine Spells aktivieren, das ist voll gut für mich. Und ich darf's gleich. Warum hat der 2000? Weil ich's kann. Oh, 1,9 Schimmerdrache. Ja, aber ist ja jetzt egal, wie ich's mache, also. Oh. Ja, aber vielleicht ziehe ich dann eine nicht ausspielbare Karte. Aber dann wäre es halt auch egal, ja. Ja, also hätte er jetzt 1,6, dann wäre gut gewesen. Dann hätte ich ihn angegriffen und dann wäre 1,9 gegen 1,9, aber ja, so oder so. Also. Krass, das klingt, haben wir so lange überlegt. Und sogar hast du Elbet nerd! Los, entfernt es. Yes. So, Battle of Phase! Attacke! Ah! Verdient. Nach diesem Duell müssen wir natürlich gucken, was als nächstes gespielt wird, bzw. welchen Charakter. Und ich spinne! Let's go! Was kommt? Oh! Mag ich. Vor allen Dingen, weil ich sehr gelitten habe unter sie. My Valentine! Oh, okay. Harpyon Power. Ja, let's go. Ja, Mai kann ein kleiner Favorit sein. Denn man muss ja sagen, ich habe schon mal gegen Mai gespielt und habe ordentlich kassiert. Vielleicht können wir das ja zurückgeben, dass wir mit Mai ebenfalls gewinnen. Das werden wir aber erst nächste Woche erfahren. Diese Woche könnt ihr noch das Match zu Ende sehen, denn es war ja ein Best of 3. Bedeutet also, schaut einmal bei CK Phoenix vorbei. Wie gesagt, Video kommt jetzt auch in der Endcut. Könnt ihr einfach draufklicken. Und ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.